Der neue Cargos 9000 baut auf dem Grundkonzept des Cargos 8000 auf. Zahlreiche Features und Baugruppen wurden hierbei übernommen und weiterentwickelt. Wir bieten hier in diesem Segment drei Modelle an, den Cargos 9400, 9500 und 9600 mit einem Ladevolumen zwischen 35,5 und 50 Kubik DIN. Wie seine Vorgänger überzeugt auch der neue Cargos 9000 durch seine Aufbaustabilität. Ein 300 mm hohes und 8 mm starkes C-Profil machen ihn zu einem langlebigen Kombiwagen. Wahlweise lassen sich die Cargos 9000 mit einer 3 und 4 Tonnen Deichsel ausstatten. Zum Standard gehört eine Deichselfederung, genauso wie die Möglichkeit, drei unterschiedliche Knickdeichselpositionen für den Belade-, Transport- und Vorgewendemodus abzuspeichern. Alle Cargos 9000 lassen sich auf Wunsch mit einer Befüllautomatik entweder über das klappbare Befüllblech oder den Ladedrehmomentmesspulsen am Antriebsstrang ausrüsten. Wie bei seinen Vorgängern und dem Cargos 8000 lässt sich auch beim neuen Cargos 9000 das Ladeschneidaggregat innerhalb der kürzester Zeit ausbauen. So lässt sich das Eigengewicht um 2,5 Tonnen reduzieren. Die bewährte 2 Meter Pickup mit einem kleinen Durchmesser und beidseitiger Steuerung über Kurvenbahn verfügt nun auch über einen hydraulischen Antrieb. Beim Rotor mit 9 Zinkenreihen und 22 mm breiten Förderflossen sind nun auch die Rotorsegmente in Dreiersegmenten einzeln auf den Rotormantel gesteckt und in sich verschraubt. Die neue und serienmäßig hydraulisch abklappbare Schneidmulde verfügt über 40 Glas Doppelmesser. Die Messervorspannung lässt sich hierbei auf die unterschiedlichen Einsatzbedingungen einstellen. Die neuen Cargos 9000 verfügen über das bekannte und bewährte Efficient Feeding System EFS von Klaas mit dem konsequent nach vorne abgesenkten Kratzboden. Neu ist hierbei die Möglichkeit, den Kratzboden hydraulisch um 90 Grad nach unten zu schwenken. Messerwechsel wird somit viel komfortabler. Des Weiteren lässt sich der Kratzboden für den Entlademodus in die Horizontale schwenken, um die Entladegeschwindigkeit von Restmengen zu erhöhen. Das modulare Achsbuck-Konzept wurde vom Cargos 8000 übernommen. Neu ist ein Tridem-Achsaggregat mit 30 Tonnen zulässiger Achslast sowie die Möglichkeit, alle drei Modelle mit einer 30,5 Zoll Bereifung auszurüsten. Neben nachlaufgelenkten Achsen lassen sich die neuen Cargos auch mit einer elektronisch-hydraulischen Zwangslenkung ausrüsten. Diese Lenkung ist DLG-prämiert mit ihren Features wie adaptive Knickwinkelwarnung oder dynamisches Lenkverhalten sowie einer Offset-Lenkung. Serienmäßig verfügen die neuen Cargos 9000 über eine ISOBUS-fähige Steuerung. Neben dem Operator oder dem Communicator 2 lässt sich ab nun der Wagen auch über die Easy On Board App bedienen. Passend zu 50 Jahre Ladewagen aus Bad Salgau bietet Klaas ein komplett abgerundetes Angebot nach oben in der Cargos-Baureihe an.